Als nächstes kommt nämlich wieder eine sehr große und bunte Gruppe. Wie genau die sich aufteilen, das erklären sie euch dann am besten selbst. Okay. Nee, machen wir später, Theresa. Genau, also als nächstes kommt wieder eine große Gruppe, die euch dann auch selber erklären kann, wie genau sie sich aufgeteilt hat und was sie so gemacht hat. Nachdem wir ja jetzt sehr viel über quasi Fake News Müll im Internet geredet haben, beschäftigt sich diese Gruppe damit, wie man mit digitalen Mitteln unsere analoge Welt ein bisschen schöner und sauberer gestalten kann. Kommt. Gruppe heißt Ocean Cleanup. Also ich bin Clara. Ich bin Leonie. Ich bin Mareike. Ich bin Svenja. Hi, ich bin Finn. Ich bin Johannes. Und ich bin Luca und gehöre zum Projekt World Cleanup. Das ist in die zwei Unterkategorien aufgeteilt, Ocean Cleanup und City Cleanup. Also das eine bezieht sich vor allem auf die Ozeane und die Müllstrudel, die dort existieren. Das andere bezieht sich mehr so auf die Städte und die Straßen, die ziemlich dreckig auch manchmal sind. Johannes und ich haben an der Web-App Ocean Cleanup für das schon bestehende Projekt Ocean Cleanup, was entworfen wurde von einem Student in Holland, gearbeitet und haben dazu eine Karte erstellt, wo man Icons hinzufügen kann, also zum Beispiel die Müllstrudel auf den Meeren als Schiffskapitän hinzufügen kann, weil die Schiffskapitäne können zu diesen Müllstrudeln halt fahren. Dort sind so Vs aufgebaut und dort sammelt sich halt der Müll, den können sie dann abholen, recyceln und für diesen Plastikmüll, aus dem kann man ja so Sachen wie Hohlkammerplakate, die viel in der Werbebranche genutzt werden, machen. Dafür bekommen sie dann halt Geld und hier haben wir eine App erstellt, um das alles noch einfacher zu machen, dass die Schiffskapitäne nicht alle zum selben Ort halt fahren und dafür CO2 ohne Ende verballern. Hier hätten wir sogar einen originalen Punkt. Das ist ein Müllstrudel, der liegt im Nordatlantischen Ozean. Der ist auch laut der Karte von Ocean Cleanup aktuell. Dort könnten die Kapitäne theoretisch jetzt schon hinfahren. Dort ist auch ein Müllstrudel. Man kann mit diesen Buttons hier unten, die Johannes erstellt hat, kann man zum Beispiel mit dem Plus neue Müllstrudel hinzufügen. Mit dem Minus kann man welche löschen, falls die nicht mehr existieren. Der Hai mit dem Herzchen bedeutet, dass diese momentan leer sind oder dass dort noch nicht genug ist, dass es sich lohnen würde, dorthin zu fahren. Und die Mülltüte und die zwei Flaschen bedeuten halt, dass dort ziemlich viel ist, dass es sich lohnen würde, dorthin zu fahren. Mit diesem App-Icon von unserer App kommt man direkt auf die Homepage von Ocean Cleanup. Das wäre halt die Homepage von dem eigentlichen Projekt. Mit dem Plus könnte man zum Beispiel jetzt einen Punkt hinzufügen. Da müssten wir jetzt den Längengrad und den Breitengrad eingeben. Das wäre in diesem Fall der Indische Ozean. Dann drückt man auf OK, dann wird eine Abfrage gestellt für den Breitengrad, die wir alle von einer Quelle haben, wo man halt diese Breiten- und Längengrade berechnen kann. Nun können wir noch einen Namen hinzufügen, in diesem Fall nehme ich jetzt einfach mal Test. Weitere Details könnte man auch noch hinzufügen, also welcher Müll das jetzt zum Beispiel ist. Dann noch ein Datum hinzufügen, wann das hinzugefügt wurde. Und nun haben wir ein Icon, nicht im Indischen Ozean, okay. Aber wir hätten hier ein Icon erstellt, wo man halt draufklicken kann und Informationen bekommt. Also als am Freitagabend diese eigentliche Idee vorgestellt wurde, haben wir dann auf dem Nachhauseweg gedacht, okay, hier in Hamburg liegt auch Müll rum, nicht nur auf dem Ozean. Und dann haben wir noch dazu gedacht, wir sind ja auch keine Kapitäne, wie viele von uns besitzen ein Schiff und fahren da raus. Dann haben wir gedacht, okay, wir wollen was machen, was hier ist und wo jeder von uns mitmachen kann. Und dazu haben wir überlegt, nehmen wir jetzt, machen wir jetzt eine App und die jetzt eben eher auf die Städte, also auf die Städte, auf Land, also nicht auf Wasser spezialisiert ist. Ich zeige euch jetzt die App. So sieht unsere App aus. Und hier kann man neuen Müll melden.
Und dann soll man den Grad der Verschmutzung angeben, von 1 bis 5. Wenn es jetzt zum Beispiel ein sehr großer Müllberg ist, dann 5. Und dann noch soll man die Müllart, die Geruchsbelästigung und die davon ausgehende Gefährdung beschreiben. Und dann kann man das Ganze hinzufügen. Und jetzt kann man in einer Liste noch die Orte sehen, an denen schon Müll ist und auch die Beschreibung davon lesen. Zum Beispiel haben wir, als wir einmal ums Beta-Haus gegangen sind, ein Schuh, der im Zaun steckt, gefunden, ein Buch, das niemand mehr wollte und eine besitzlose Tasse im Gebüsch. Wenn man jetzt gucken will, wo das genau war, kann man draufklicken und das Ganze dann auf einer OpenStreetMap-Karte sehen. Ja, so sieht das dann aus. Sekunde. Genau, und jetzt in Zukunft wollen wir ja noch einbauen, dass man auf den Button Treffen vorschlagen klicken kann und sich dann mit anderen zum Müll einsammeln verabreden kann. Ja, genau, also und wir haben das dann. Das will ich noch zeigen. Achso, okay, dann machen wir lieber weiter. Ja, also Finn und ich, wir haben uns um den Server gekümmert. Also wir haben ein Backend erstellt, dazu wird Finn gleich noch was sagen. Und ich habe die Datenbank erstellt, mithilfe von SQL. Und wir haben jetzt halt auch noch vor, dass man halt sagen kann, das ist jetzt direkt, das ist der dichteste Standort von seinem eigenen, wo Müll liegt oder so, dass man da direkt hingehen kann. Oder aber, dass man halt in einem gewissen Umkreis von so ungefähr 10 Kilometern gucken kann, was ist da in der Nähe für Müll. Okay. Ja, genau. Und dafür haben wir, wir haben halt das Backend gemacht und dafür haben wir das Python-Framework Flask ausprobiert. Und wir haben dann hier so ein paar Routen hinzugefügt, mit denen wir quasi einmal die Daten von der App und von der Website annehmen können und sie dann auch wieder rauswerfen können. Das Letzteres tun wir in JSON und das sieht dann am Ende so aus. Ja.